Er sieht sich selbst als moderner Robin Hood. Am Mittwoch trat Robert Habeck vor rund 400 Menschen auf dem Fuldaer Universitätsplatz auf. Der verhinderte Kanzler sprach rund eine Stunde lang darüber, was die amtierende Regierung falsch gemacht habe und dass es endlich an der Zeit sei, konkrete Antworten von oben zu bekommen. Ja, wir erleben ja quasi das Ende einer Ära, einer Epoche von Merkel geht raus und damit endet aber auch eigentlich ein Politikstil, der durch Bequemlichkeit abwarten sich ausgezeichnet hat. Und das würde ich als Umbruch bezeichnen. Also eine Politik, die sich traut, Antworten zu geben, unangenehme Debatten zu stehen, die muss jetzt gewählt werden. Wir kämpfen für die Freiheit, rief er etwa ins Publikum. Wirklich konkret wurde der Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen an diesem Tag jedoch nicht. Auch wurden weder kritische Reporterfragen noch ungefilterte Fragen aus dem Publikum zugelassen. Obwohl Habeck mehrfach betonte, Antwortverweigerungen der anderen Parteien nicht weiter hinnehmen zu können, blieben seine eigenen Ausführungen meist schwammig. Unbequemen Fragen, wie die nach der Notwendigkeit neuer Gesetze, wurde einfach ausgewichen. Man muss das Verhältnis von Freiheit und Staat nochmal neu denken. Es ist nämlich gar kein Gegensatz. Der Staat, das sind wir alle, und die Regeln, die der Staat erlässt, sichern unsere Freiheiten. Also klar, wir brauchen neue Regeln, aber sie sind nicht eine Einschränkung der Menschen, sondern sie sind ja, der Sinn davon ist letztlich, Freiheit zu sichern für die Zukunft. Die Grünen wollen, laut Habeck, Menschen mit Argumenten und in Streitgesprächen von ihren Standpunkten überzeugen. Ob Habeck das mit vielen Parolen, dafür aber ohne wirklichen Inhalt in Fulda gelungen ist, bleibt fraglich. Osthessen News. Sehen, was bewegt.